Schönen guten Morgen, Leibniz-Schule und schöne Grüße aus dem Homeoffice. Seit ungefähr 8 Uhr sitze ich jetzt wie jeden Schultag nicht im Klassenraum mit euch, sondern hier am Schreibtisch, portioniere Arbeitsaufträge, beantworte Mails, lese dieses und jenes und versuche mich so gut wie möglich mit allen zu vernetzen, mit denen ich zusammenarbeite. Dabei bleibt allerdings vieles von dem auf der Strecke, was eigentlich Schule ausmacht. Und ich fühle mich mittlerweile auch hier zu Hause ziemlich isoliert, wie ihr alle wahrscheinlich auch. Man bricht aus, indem man mal einen Spaziergang macht. Man hat hier und da einzukaufen etc. Aber Schule gibt es eigentlich im Moment nicht. Es gibt Arbeitsaufträge. Es gibt das Abitur. Und es gibt Abstimmungen. Aber was eigentlich Schule ist, das fehlt mir mittlerweile schon sehr. Und vielleicht geht es euch ja ähnlich. Ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt in die Osterferien entschwinden und unserer Hoffnung ausgeliefert sind, dass am 20. April vielleicht die Schule wieder losgehen kann, wer weiß, machen wir doch noch eine kleine kreative Challenge miteinander. Und die erste Videobotschaft von mir hat mir gezeigt, dass bei vielen ehemaligen Leibniz-Schülern die Schulhymne ganz viele positive Erinnerungen wachgerufen haben. Und vielleicht geht es ja unseren aktiven Schülern mittlerweile auch, zumindest denen, die sie kennen, die Schulhymne, nochmal, um auf denselben Stand zu sein. Und wer möchte, kann natürlich gerne mitsingen. Altes Haus voll Musik, bring die Lieder uns zurück. Sing von Freud, sing von Leid, sing von Kummer, sing von Glück. All die Jahre, all die Zeit, sag uns, wie es wirklich war. Altes Haus voll Musik, 100 Jahre. Ihr findet die Schulhymne auch bei YouTube in verschiedenen Versionen. Wenn ihr bei Lonet seid, könnt ihr sie euch runterladen. Da gibt es sie nämlich in der Institutionsdateiablage. Naja, aber darum geht es nicht in erster Linie, sondern wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt bei der Challenge mitmachen. Und die läuft während der Osterferien bis zum 20.04. noch. Ich habe gedacht, wir könnten doch unsere Schulhymne mal durch ein paar neue Strophen erweitern. Bislang gibt es nur eine. Und meine sehr unperfekte, die ich jetzt hier hingeschrieben habe, könnte so eine mögliche kreative sein. Es geht dabei vor allen Dingen darum, wie ihr euch gerade im Homeoffice fühlt. Wie ihr mit dieser Corona-Zeit umgeht. Alles das soll Gegenstand eurer Strophe sein. Und bei mir klingt die dann so. Morgens früh um 8 Uhr brauche ich meinen Rechner nur. Schreibe Mails, lese Chats, schreibe Arbeitsblätter jetzt. Neben Korrektur und Web fehlt mir stark der Unterricht. Morgens früh. Ja, nicht perfekt, vielleicht auch literarisch nicht so hochstehend, darum geht es aber auch nicht. Es geht darum, dass ihr mal versucht zusammenzufassen in diesen 8 Zeilen, die unsere Strophe braucht, wie es euch jetzt gerade so geht. Was ihr für Erfahrungen gesammelt habt in eurer Corona-Zeit und die ihr mitteilen wollt. Denn ihr könnt es auch mitteilen auf diesem Wege. Schickt mir einfach euer Ergebnis an die jetzt eingeblendete Schuladresse von mir, m.gueck@leibnizschule.de. Und als kleinen Anreiz, die gelungensten eurer Strophen, vielleicht auch alle, denn kann ja sein, dass alle sehr gelungen sind, werde ich dann beim nächsten Video in den Osterferien oder zum Schulbeginn nach den Ferien hier veröffentlichen. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, schreibt mir es einfach. Dann bleibt das eine interne Challenge. Wenn sie von mir interpretiert werden dürfen, dann werde ich das auch tun. Also, ich bin gespannt. Meldet euch und unsere Schulhymne, sie lebe hoch. Ciao.